sichern. Hey, Neuer! Immer komm mal her! Was ist? Jeder Neue muss sich bei mir melden. Wir wollen keine ungebetenen Gäste, die für Unruhe sorgen. Verstehe. Wer bist du? Ich bin Flint und ich sorge hier für Ruhe und Ordnung. Wenn du bei uns mitmachen willst, dann kommst du erst zu mir. Ich will bei euch mitmachen. Einen Neuen können wir immer gut gebrauchen. Doch nicht jeder wird aufgenommen. Lass dir das gesagt sein. Was muss ich machen? Zuallererst musst du mir zeigen, dass du fähig bist, anzupacken. Wir bezahlen nämlich nicht jeden Faulenzer. Wie kann ich mich nützlich zeigen? Am leichtesten ist es, wenn du dich in einem Handwerk ausbilden lässt. Lerne, wie man Waffen schmiedet oder den Tieren die Felle abzieht. Was du wählst, bleibt dir überlassen. In der Stadt kannst du dich von vielen Handwerkern ausbilden lassen. Hier wirst du eher zur Kasse gebeten. Es ist eben nichts umsonst, verstehst du? Sonst melde dich erst, wenn du etwas gelernt hast. Wie sieht's aus? Kann ich mitmachen? Dieses Blitzen in deinen Augen. Ich kann förmlich spüren, dass du ein Jäger bist. Mit Sicherheit kannst du den Viechern auch das Fell abziehen. So jemanden können wir in unseren Reihen gut gebrauchen. Bin ich jetzt dabei? Nicht so schnell. Du kannst zwar schon anpacken, aber für die Aufnahme ins Lager musst du auch was für das Lager tun. Hier im Lager wirst du sicher Arbeit finden. Ich werde schon erfahren, wie du dich machst. Eins noch. Tu nichts Unüberlegtes. Hast du vielleicht Arbeit für mich? Ja, du könntest da was für mich erledigen. Ich habe neulich einen unerfahrenen Kämpfer zum kleinen Steinbruch geschickt. Dort sollte er die Schürfer vor Wölfen und anderen Biestern beschützen. Alle paar Tage erwarte ich einen Lagebericht und nach der letzten Lieferung habe ich nichts von ihm gehört. Was soll ich machen? Ganz einfach. Geh zum Steinbruch und bringe mir einen Lagebericht. Wie mache ich mich? Du hast gute Arbeit geleistet. Meine Stimme ist dir damit auch sicher. Von dir hört man kaum was. Streng dich an, sonst wird das nichts. Wo befindet sich der Steinbruch? Den Steinbruch findest du hinter dem kleinen Bauernhof, in der Nähe des Flusses. Erzähl mir etwas über das Lager. Das Lager wurde von Aufständischen gegründet, die sich gegen die Gesetze des Königs gestellt haben. Wulfgar, unser Anführer, hat dieses Lager mit seinen Männern aufgebaut. Es ist, soweit ich weiß, eine alte orkische Tempelanlage. In Ashun soll es nur so von alten orkischen Städten wimmeln. Doch darüber kann man dir sicher im Kloster mehr erzählen. Was wolltest du nochmal wissen? Das Lager. Ah ja, das Lager besteht aus diesem unteren Bereich. Dann aus der Tempelanlage und schließlich aus der Mine. Hier gibt es eine Mine? Ja, eine Eisenmine. Ohne diese Eisenmine könnte Wulfgar seine Männer nicht mehr durchfüttern. Es ist also äußerst wichtig, dass die Butler fleißig arbeiten. Du darfst dich nur hier unten aufhalten. Zugang zum Tempel haben nur Mitglieder des Lagers. Wo kann ich hier schlafen? Schlafplätze gibt es nur beim Wirt. Fast jeder ist in den Betten des alten Haudegens immer willkommen. Einfach so? Nun ja, wenn jemand gesoffen hat, ist's danach auch nicht mehr weit bis zum Bett. Gibt es sonst noch was zu beachten? Sicher. Achte stets auf deine Münzen. Du bist hier nicht mehr in der Stadt. Erzähl mir etwas über die Gegend. Das Land Ashun ist groß und reich an wertvollem Eisen und Gold. Mit den Vorkommen beginnen auch schon die ersten Probleme. Viele Banditengruppen haben sich in den Wäldern niedergelassen. Sie überfallen Händler und verkaufen das Diebesgut in der Stadt oder auch hier bei uns. Kontrolliert wird das Land aber von der Stadt. Du hast sicher schon die Wachtürme gesehen? Ja. Das sind Wachtürme der Stadt. So versuchen sie die Kontrolle auf den Handelswegen zu behalten. Wenn du mich fragst, stören die Dinger nur. Die Wachen haben nichts übrig für Bewohner des Lagers. Außerdem stecken die bestimmt mit den Banditen unter einer Decke. Diese Mistkerle würde ich nur zu gerne den Wölfen zum Fraß vorwerfen. War da mal was? Das erzähle ich nicht jedem, Kleiner. Wie auch immer, das umliegende Land wird von den Bauern bewirtschaftet. Orins Bauernhof ist dabei der größte und steht vollkommen im Dienste der Stadt. Wir kaufen das Nötigste von Zwischenhändlern. Schließlich ist im Nordosten das Kloster. Dort kannst du zu Adanos beten, wenn du gläubig bist. Ich für meinen Teil glaube nur an meinen Bogen und mein Schwert. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir den Umgang mit Schwert und Bogen beibringen.
Ich zähle zwar nicht zu den besten Lehrern, aber für dich sollte es erstmal reichen. Wie läuft's? Ich habe gerade keine Zeit. Komm später wieder. Hey, du hier im Lager? Dann hat der ganze Spaß mit der Kleidung wohl gut funktioniert. Beinahe wäre ich aufgeflogen. Cortes hat mich aber laufen lassen. Glück gehabt. Was wirst du jetzt machen? Ich weiß nicht so genau. Ich werde mich hier mal ein paar Leuten vorstellen. Mal schauen, was passiert. Ah, ein neues Gesicht. Wohl auf der Durchreise, oder was? Nein, ich habe vor, hier etwas länger zu bleiben. Ich muss etwas über den Ort wissen. Da bist du genau an der richtigen Stelle. Hier in der Taverne trifft sich das ganze Lager. So habe ich meine Ohren überall. Wo kriege ich Eisenerz her? Schau mal bei Ortan oder Kord vorbei. Die dürften genug davon haben. Du hast Betten anzubieten? Was kostet mich das? Ja, eigentlich würde ich dir 50 Roperi dafür abnehmen. Aber da meine Wache gerade weg ist, darfst du so lange kostenfrei hier pennen. Drag schickt mich. Ich brauche 5-mal Bergschnaps. 20 Münzen, wenn er sich nicht irrt. Das stimmt schon. Aber ich habe keinen Bergschnaps mehr. Lediglich befinden sich ein paar Flaschen in meinem persönlichen Besitz. Wie wär's, wenn ich dir mehr Roperi biete? Nein, tut mir leid. Warte auf die nächste Lieferung oder kauf dir einen anderen Schnaps. Ach komm schon, die Schiffe fahren nicht und ich brauche den Bergschnaps ganz dringend. Fällt dir absolut gar nichts ein, was ich für dich als Gegenleistung erledigen könnte? Hör mal, du gehst mir total auf den Sack. Du bist ein Niemand und kannst mir nicht helfen. Also suchst du jemanden, der etwas für dich erledigt. Habe ich das richtig verstanden? Ja, tue ich. Aber du bist einfach der Falsche für sowas. Sag mir doch erstmal, worum es geht. Ich habe da so einen Handel mit dem Braumeister aus dem Kloster geschlossen. Du meinst den Mönch Sargon, oder? Ja, verdammt! Hör auf, mich zu unterbrechen! Ja? Muss ich dir etwa alles aus der Nase ziehen? Sei still! Ich erzähle ja schon. Also, wir haben vor 2 Monaten abgemacht, dass ich ihm einen Teil der letzten Bergschnapslieferung verkaufe. Der Mönch will anscheinend das Sortiment des Klosters vergrößern oder wer weiß, wofür er diese Goblin-Pisse sonst haben will. Auf jeden Fall haben wir abgemacht, dass er mir als Gegenleistung ein Fass des Klosterbiers schickt. Und warum ausgerechnet Klosterbier? Na, weil er es hoch angeworben hat. Also ging ich drauf ein. Ja, die Quintessenz von dieser Geschichte ist, dass ich einen beliebigen Kunden hier danach gefragt habe, ob dieser denn das Fass für mich abholen könnte. Ich habe ihm sogar noch 100 Ruperi und einen Brief mit meiner Unterschrift in die Hand gedrückt. Ich sehe es schon kommen. Er hat dich beklaut. Ja, verdammte Skavenger-Scheiße! Der Typ hat sich einfach verdrückt! Und seine Kollegen auch. Bring mir einfach das Bier wieder und ich gebe dir eine Kiste mit Bergschnaps. Wie heißt der Typ denn? Sikar. Der große Sikar. Haben seine Freunde ihn genannt. Und wo könnte er sich aufhalten? Wenn ich das wüsste, dann hätte ich Unar und seine Axt schon längst losgeschickt. Wahrscheinlich hat er sich irgendwo verkrochen und säuft in die Lustra Runde das Bier. Bring mir das Fass oder was davon übrig ist. Hey du, hast du etwas Kleingeld? Ich habe nämlich nichts bei mir. Oh, tatsächlich. Hier, trink erstmal ein Bier. Jemand wird sich gleich um dich kümmern. Danke, Mann. Bist echt nett. Am besten erzähle ich dem Wirt davon. Ich sollte die Situation dann gleich nutzen und den Bergschnaps klauen. Du hast ein Problem.
Der Kollege da hinten versucht, die Zeche zu prellen. Du solltest da mal was unternehmen. Ehrlich? Den schnapp ich mir! Na warte, du Mistkerl! Na, was? Warte, du Mist. War nicht so. Leg dich nie wieder mit mir an. Gold! Na, warte, du dreckiger Typ. Versuch nie wieder, mich zu bestehlen. Du hast ein Problem. Der Kollege da hinten versucht, die Zeche zu... Jetzt geht's! Immer feste drauf! Gar nicht so! Das hat er verdient! Wieder mit mir an! Meine Meinung kennst du ja schon. Was bewachst du hier? Das hier ist das Wachhaus der Kämpfer des Lagers. Darf ich eintreten? Nein. Nur Kämpfern ist es gestattet, dieses Haus zu betreten. Was sind das für Waffen an der Wand? Orkische, was denkst du denn? Unsere tapferen Krieger haben schon gegen viele Orks gekämpft. Im Gegensatz zu den Rekruten aus der Stadt gehen wir oft Wargs jagen. Dabei trifft man ja den ein oder anderen Ork, den man dann auch mitnimmt. Mit mir kann man sowas nicht machen. Das soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein? Immerhin haben wir die Goldmine. Was machst du hier? Ich ruhe mich aus. Wovon denn? Was interessiert dich das? Es interessiert mich. Spinner. Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein. Nette Axt? Ich hatte mal eine bessere. Die habe ich aber irgendwo im Wald verloren. Was ist denn passiert? Hast du ein Bier? Wofür? Hast du eins? Ja, hier. So lässt es sich besser erzählen. Also, ich war im Wald südlich der Stadt unterwegs. Dort habe ich gehofft, einen der begehrten Schattenläufer anzutreffen und ihm das Fell über die Ohren zu ziehen. Ich ging durch das südliche Stadttor, immer weiter Richtung Hafen, bis ich einen Wachturm der Stadt erblickte. Dort angekommen, redeten die Wachen über einen Schattenläufer direkt nördlich vom Wachturm in der Tiefe des Waldes. Du musst dir das so vorstellen. Der Waldboden war dort sehr feucht und an einigen Stellen hat sich das Wasser in den Rillen der Erde gestaut und einen kleinen Teich gebildet. Ich drang also immer tiefer in den Wald ein, tötete vereinzelt Wölfe und entdeckte einen kleinen Unterschlupf mit Waffen und einer Kiste. Ich war wohl nicht der Erste dort. Als ich dann weitergehen wollte, wurde ich aus dem Nichts von einer Horde Keile angegriffen. Die Biester sind ja einzeln zu bewältigen, aber in einer Gruppe habe selbst ich die Flucht ergriffen. Bei der Flucht riss die Halterung der Axt. Dabei habe ich sie wohl verloren. Ohne Waffe habe ich mich dort nicht mehr hingetraut. Ich würde alles für diese Axt tun. Das liegt doch auf der Hand. Ich bringe dir die Axt. Sei da nicht zu voreilig. Du solltest nicht alleine in den Wald gehen. Warum erfahre ich das erst jetzt? Was wirst du jetzt machen? Nichts. Ich brauche eine Arbeit. Und am besten eine, wo ich meine Axt benutzen kann. Wenn du da was für mich findest, dann melde dich. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Wegen dem Schnaps. Ja, und? Ich habe die ganze Kiste dabei. Das hat aber lange gedauert. Was war los? Genau das habe ich nichts von Bedeutung. Ich habe dem Wirt ein Loch ins Ohr gefragt, bis er den Schnaps rausgerückt hat. Gut gemacht. Schau dich im Lager für noch mehr Arbeit um. Thank you.
jeder, der nicht hierher kommt, ist einfach bescheuert. Das kann ja nicht... Weiter. Was willst du hier oben? Ich möchte mich dem Lager anschließen. Wenn das so ist, dann sprich mit Flint. Er kümmert sich um die Neuen und wird dir alles erklären. Wenn du dich als nützlich erweist, wirst du hier als Kämpfer aufgenommen. Wegen der Aufnahme. Verschwende nicht meine Zeit und erledige deine Aufgaben. Was gibt es hier oben im Tempel? Ulfgar und die meisten der Berserker halten sich dort auf. Dann ist da noch die Schmiede und die Eisenerzmine auf der anderen Seite des Tempels. Ihr habt hier eine Mine? Ja, natürlich. Was glaubst du denn, woher wir sonst unsere Werkzeuge, den Stahl für die Waffen haben und wie Ulfgar die Leute bezahlen will? Naja, wie jeder andere. Vom Händler. Nee, Jungchen. Wir machen alles selber. Sonst noch etwas Wichtiges? Ja, ein paar Magier des Klosters untersuchen noch den Tempel. Die scheinen sich wohl für dessen Vergangenheit zu interessieren. Ist mir aber egal. Ich muss nur darauf achten, dass Leute deiner Art hier nicht reinkommen. Wie sieht überhaupt die Bezahlung aus? Wenn ich für das freie Lager arbeite, muss sich das doch für mich lohnen. Diejenigen, die sich als Kämpfer bei uns engagieren, also noch kein vollwertiges Mitglied des Lagers sind, erhalten einen gewissen Sold. Wieder ausfällt, machen wir von dem Lohn der Rekruten aus der Stadt und unseren eigenen Reserven abhängig. Das überzeugt dann eigentlich die meisten Leute, die mit der Stadt wenig anfangen können. Aha. Und können eure Auszahlungen oder Reserven auch Silber beinhalten? Silber? Nein. Wir bezahlen in Roperi. Aber doch nicht in irgendwelchen Silbermünzen oder Barren. Von ein paar wenigen Wertsachen abgesehen, gibt es auf der Insel doch gar kein Silber. Selbst als die Schiffe noch fuhren. Bei den Banditen vielleicht, aber sonst... Gut. Ich dachte ja nur. Ja, schon klar. Hier gibt es so viel Gold wie an kaum einem anderen Ort der Welt und du kommst mir mit Silber an. Beeindruckende Arbeit. Wie meinst du das? Die Show in der Taverne eben. Selten so einen geschickten Diebstahl gesehen. Da verwechselst du mich mit einem anderen. Ist ja nicht schlimm. Mach dir keine Sorgen. Ich verpetze dich nicht beim Wirt. Wir können einen Mann wie dich gebrauchen. Wir? Das wirst du schon früh genug erfahren. Was ist das für eine Arbeit? Also gut, pass auf. Es ist zwar noch nichts Anspruchsvolles, aber für die spätere Arbeit muss es getan werden. Ich höre... Luca hat wohl seit seinem letzten Auftrag vergessen, für wen er arbeitet. Er vergnügt sich in der Taverne und treibt sich immer mit irgendwelchen Weibern in der Stadt rum. Du sollst ihn wieder zur Vernunft bringen, damit es hier wieder mit der Arbeit weitergeht. Wer ist dieser Luca? Luca ist ein geschickter Dieb. Niemand kann mit ihm mithalten. Doch wenn die Arbeit getan ist, treibt er sich meistens irgendwo rum und ist unerreichbar, falls Not am Mann ist. Verstehst du? Wo finde ich Luca? Der müsste sich irgendwo in der Stadt befinden. Geht das etwas genauer? Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich glaube, dass es im unteren Viertel ein Bordell gibt. Dort sollte man ihn einfach finden. Sonst klapperst du einfach alle Kneipen ab. Wie soll ich ihn zur Vernunft bringen? Du darfst ihn auf keinen Fall verletzen. Er ist äußerst wichtig für den nächsten Auftrag. Also müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen. Hast du schon eine Idee? Ich glaube schon. Du brauchst etwas, um ihn bei den Frauen vorerst außer Gefecht zu setzen. Wenn ich es mir recht überlege, könntest du ihm etwas ins Essen tun. Hast du was Konkretes im Sinn? Ja, ich glaube, ich habe genau das Richtige im Sinn. Geh ins Kloster zum Alchemisten und lass dir eine Flasche Wein mit Abführmittel präparieren. Vergiss aber nicht, das Gegenmittel zu besorgen, sonst können wir ihn nicht gebrauchen. Ich werde sehen, was ich tun kann.
warte mal. Wer bist du? Ich habe noch nichts von dir gehört. Was? Man kennt mich überall im Lager. Ich handle mit Gegenständen jeder Art. Egal, ob du was für die abbrauchst oder was zu essen suchst. Ich habe ja alles. Wie laufen die Geschäfte? Nicht besonders gut. Seitdem sich dieses Lager immer weiter füllt, haben sich hier auch neue Händler angesiedelt. Die treiben den Preis nach unten und nehmen mir die Kunden weg. Ich frage mich, wie sie an die Waren kommen. Wenn ich es nicht besser wüsste, stecken die mit den Banditen unter einer Decke. Zeig mir deine Ware. Schau dich ruhig um. Ich hab sicher was für dich. Was machst du hier? Ich bin Stash und führe das Lagerhaus. Was gibt's hier? Hier im Lagerhaus findest du alles. Hier haben wir Bretter, Steine, Waffen, Nahrungsmittel, einfach alles. Und du bewachst das? Da kannst du deinen Arsch drauf verwetten. Jemand muss auf den ganzen Krempel aufpassen, da es einfach zu viele Diebe anlockt. Kann ich was haben? Nicht so schnell, mein Freund. Wenn du was haben willst, musst du dich erstmal dem Lager anschließen. Außerdem brauchst du einen guten Grund und ein paar Roperi. Nichts ist umsonst. Verstehst du? Ich möchte mich dem Lager anschließen. Ist das so? Flynn scheint dir zu vertrauen. Dann tue ich vorerst das Gleiche. Also, kannst du was für mich erledigen? Was soll's sein? Mir gehen einige Vorräte zur Neige. Ich brauche deswegen jemanden, der ein paar Sachen abholt und sie mir bringt. Alles klar. Welche paar Sachen wären das? Pass jetzt gut auf. Zuerst sollst du zum kleinen Bauernhof gehen und dort Brote und Fleisch von Karl abholen. Jeweils 2 Dutzend. Dann gehst du zum Steinbruch und holst eine Kiste fertig gemeißelter Steine von Dick ab. Er wird dir eine Probe geben, die wir hier untersuchen. Gehe anschließend zu Wieland, dem Schmied in der Stadt. Er wird dir 3 Werkzeugkisten geben. Keine Sorge, sind noch 2 weitere Sachen. Danach gehst du südlich der Stadt zu Jürgen, dem Holzfäller, und holst Bretter ab. 2 Bündel. Der wird schon wissen, wie viele das sind. Und schließlich gehst du den ganzen Weg runter zum Hafen und bringst mir von Isere 50 Fische. Ah, und noch einen schönen Gruß von mir. Gibt es denn alles umsonst? Nein, hier hast du die Roperi. Damit solltest du klarkommen. Beim Steinbruch brauchst du nichts zu zahlen, da die Schürfer von Wulfgars Männern bezahlt werden. Wenn du es schaffst, billiger davon zu kommen, kannst du den Rest behalten. Verstehe. Ah, und noch eins. Wenn du glaubst, das ganze Geld behalten zu können, dann solltest du dich gut verstecken. Dein Leben hängt davon ab, also lass dir nicht viel Zeit damit. Ich werde mein Bestes tun. Wegen der Lieferung. Was gibt's denn? Ich bin noch dabei. Dann hau rein. Wo ist der Steinbruch? Den Steinbruch findest du am Flussufer, wenn du Richtung Kloster gehst. Halte dich rechts, wenn du aus dem Lager kommst, bis du den Fluss erreichst. Dann folgst du der Fließrichtung des Flusses, bis du den Steinbruch findest. Wo befindet sich Isere? Isere ist im Hafen. Wenn du bei den Holzfällern bist, gehst du den Weg weiter südlich. Es ist ein langer Weg zum Hafen, aber auch relativ sicher. Wo befindet sich Karls Bauernhof? Der Bauernhof ist direkt in der Nähe des Lagers. Folge einfach dem Weg geradeaus, wenn du aus dem Lager kommst. Nach einer Weile wirst du einen Bauernhof auf der rechten Seite sehen. Das ist Karls Bauernhof. Wieso der Schmied in der Stadt? Wieland ist einfach der billigste. Außerdem kenne ich ihn schon eine Weile und er würde mich nie übers Ohr ziehen.
Wo befindet sich der Holzfäller Jürgen? Der Holzfäller liegt direkt südlich der Stadt, wenn man durch das untere Viertel kommt. Folge dem Weg, bis du zwei Hütten siehst. Das sind die Holzfäller. Sprich dann mit Jürgen. Mit vielen gefährlichen Viechern. Wo bleiben denn die Schiffe? Daran wird sich nie etwas ändern. Hey du, was machst du hier? Ich baue mir ein neues Haus.
Wieso ausgerechnet hier? Auf dem Durchweg zum Kloster kommen viele Leute vorbei, so kann ich ihnen meine Waren verkaufen. Außerdem bin ich hier befreit von jeglichen Abgaben, die man in der Stadt hat. Hey, kannst du mir 10 Königsbräu besorgen? Ja, aber was ist das? Das ist ein extrem schmackhaftes Bier und ich kann es nirgendwo mehr finden. Ich versuche mein Bestes.
Hey du, was machst du hier? Ich erforsche und benutze die magische Macht der Kristalle im Auftrag des Klosters und unseres Herrn Adanos. Erzähl mir mehr über Kristalle. Du musst wissen, Kristalle sind nicht nur leuchtende, gut aussehende Steine. Vielmehr bringt sie eine magische Kraft zum Leuchten. In Viranon ist der spießbürgerliche Adel absolut begeistert von Accessoires, die aus solchen Kristallen hergestellt werden. Doch es steckt mehr hinter diesem sonderbaren Gestein. Wenn man weiß wie, kann man diese Kraft ausschöpfen. Was bringt mir diese Kraft? Kristalle haben verschiedene Farben. Rote Kristalle können die physische Kraft steigern, während blaue die magischen Fähigkeiten verbessern. Wie du hier sehen kannst, sind hier ausschließlich blaue Kristalle. So blau sind einige nicht mehr. Das stimmt. Die Kraft der Kristalle ist nicht unerschöpflich. Sie verlieren ihre Leuchtkraft und sind dann nutzlos für mich. Der Ort hier ist so gut wie erschöpft. Deswegen suche ich immer nach neuen Fundorten für Kristalle. Kann ich dir bei der Suche helfen? Du siehst wie ein Abenteurer aus und da hätte ich genau das Richtige für dich. Hier in der Nähe gibt es eine Kristallhöhle mit wundervollen roten Kristallen. Ich habe früher dort Kristalle abgebaut. Da aber rote Kristalle von den Klosterbrüdern nicht gebraucht wurden, habe ich mich dort nicht mehr blicken lassen. Ich habe aber einen Weg gefunden, Kristalle zu verbinden. Deswegen brauche ich die Roten jetzt trotzdem. Was soll ich dabei machen? Unglücklicherweise ziehen die Kristalle Goblins an, da sie alles Schimmernde faszinierend finden. Ich hatte auch schon welche in dieser Höhle hier. Ich brauche dich also, um die Höhle zu säubern, weil ich hier nicht weggehen kann. Alles klar, wird erledigt. Sei vorsichtig. Goblins leben in Gruppen. Einzeln sind sie zwar keine große Gefahr, aber wenn sie sich gemeinsam auf dich stürzen, dann bist du mir nichts, dir nichts zu Lockerfutter verarbeitet. Die Höhle findest du, wenn du den Weg hier hochgehst und dich an der linken Felswand vorantastest. Welche Vorteile bringen die Kristalle nochmal? Rote Kristalle können die physische Kraft steigern, während blaue die magischen Fähigkeiten verbessern. Es gibt bestimmt auch weitere, viel seltenere Kristalle. Diese habe ich aber noch nicht erforscht. Wenn du welche findest, dann vergiss nicht, Stücke mitzunehmen. Du wirst sicher auch davon profitieren. Thank you.
Warte mal. Kannst du mir das Schneidern von Roben zeigen? Könnte ich schon. Aber momentan bin ich total ausgelastet. Bin ja nicht mehr der Jüngste. Solange ich den Auftrag für Herbert nicht fertig habe, kann ich mich auf nichts anderes konzentrieren. Aber komm doch zu einem späteren Zeitpunkt wieder. Wenn die Expeditionsvorbereitungen zu Ende sind, werde ich mehr Zeit haben. Was ist? Ich bin Gibson. Mein Freund Tim hat mir erzählt, dass du ihm geholfen hast. Du kommst sicher viel rum. Tu mir einen Gefallen und besorg mir eine Laute. In der Stadt wird es sicher eine zu kaufen geben. Ich zahl dir das Doppelte ihres Wertes, wenn du sie mir bringst. Wozu brauchst du hier im Kloster eine Laute? Ich treffe mich normalerweise abends mit Tim in seiner Höhle. Diese biestigen Mollerets haben aber meine Laute zerstört. Jetzt, wo sie weg sind, brauche ich eine neue. Ich habe deine Laute. Ein gutes Ding. Hier, deine Ruperi. Hey, du. Wie steht es mit der Prüfung? Unser Bruder Tyras hat dir die Stimme gegeben. Klerus war begeistert von deinem Willen, Gutes zu tun. Du hast meine Prüfung erfolgreich bestanden. Wenn du ernsthaft vorhast, ein Novize zu werden, dann solltest du von diesem Weg nicht abkommen. Wie mache ich mich? Es spielt keine Rolle, wie du dich machst. Wann werde ich der Novize? Wenn uns Aranos ein Zeichen schickt und du darin vorkommst, werden wir dich in unseren Kreis aufnehmen. Solange solltest du unseren Brüdern behilflich sein. Wo kannst du mich hinbringen? Ich reise häufig zwischen Stadt und Kloster hin und her. Wenn du willst, nehme ich dich mit. Nachdem die Götter unsere Welt verließen, Unglücklicher, sind all unsere Belange wieder in unseren Händen. Du wirkst einsam und verlassen. Mit allen guten und schlechten Seiten, die daran sind. Sie wird die Gesellschaft leisten. Wir stehen allein und müssen jede Hürde selbst nehmen. Eine Prüfung, um uns des alten Vertrauens als würdig zu erweisen. Wir selbst können uns entscheiden, wem wir uns anvertrauen, wem wir die Treue halten. Wo bleiben denn die Schiffe? Was hast du so alles? Sieh mal rein. Wer geht denn da schon frei? Mich brauchst du das nicht zu fragen. Lass uns mal abwarten, einige was daraus Probleme wird.
Auch den Ärmsten werden Speisen und Unterkunft geboten. Und wer Besitz hat, kann sich darauf verlassen.
Und da ist der Ring, den Kurum wollte. Es ist an uns, den Schwächsten zu helfen, ihnen beizustehen und sie zu stützen. Teilt, was ihr habt, und ihr werdet von einer inneren Wärme erfüllt werden. Denn dies ist die Liebe zu... Mit mir kann man sowas nicht machen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Hört, ihr Bewohner von Asun! Aufgrund der allgemeinen Lage und zu eurem eigenen Schutz sollten die Wälder und die Wildnis in der Umgebung gemieden werden. Des Weiteren ist dem gemeinen Volk jeglicher... Mich brauchst du das nicht zu fragen. Ich kann das nicht mehr hören. Das hätte ich dir vorher sagen können. Welche Karten hast du? Die Auswahl ist nicht sehr groß. Da soll irgendwo im Norden ein Sumpf sein. Man hört doch immer diese gruselige Geschichte. Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Wer geht denn da schon freiwillig hin? Riesig, mit vielen gefährlichen Viechern. Irgendwann muss der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Denkst du, die Türen bringen was?
Hier hast du eine Karte. Wunderbar. Damit finde ich das Kloster. Muss eben dann bekommst du auch deine Karte wieder. Wir sehen uns dort. Man hört doch immer diese... Die kochen wir durch die Zölle schon weit. Kein Wasser, weit und breit. Neu hier, was? Könnte man so sagen. Aber wie kommst du darauf? Bis jetzt war noch jeder, der in dieser Stadt lebt, bei mir. So einfach ist das, Schnuckelchen. Und jeder war bisher zufrieden. Komm bald wieder zu mir, Schnuckelchen.